wo wir da haben, diese Grenzziehung, die hätten sicherlich gerade die Zuhörer von Ihnen gehört. Das ist natürlich eine sehr schwierige Sache, aber der Kern, denke ich, des Problems ist der, dass auf einer Informationsbasis damals entschieden wurde, das gilt jetzt nicht nur für die Bürgerschaft in Stuttgart und im Land, sondern selbst für die Politiker, ich würde glauben auch beim Herrn Völke, auf einer Basis eines Kenntnisstandes, der vollkommen überholt ist, der vorn und hinten nicht mehr stimmt. Es sind zig Gutachten inzwischen ans Tageslicht gekommen, die waren lange Zeit unter Verschluss. Das ist schon verräterisch genug, dass man die, obwohl sie zum Teil mit Mitteln der Bahn, mit Mitteln des Steuerzahlers gestellt wurden, in der Schublade gehalten wurden. Und als sie dann endlich ans Tageslicht kamen, waren sie im Inhalt verheerend für die Leistungsfähigkeit von der Bahninfrastruktur, die geplant ist. Das heißt, da haben Politiker abgestimmt auf allen Ebenen, das stimmt, auf allen vier Ebenen, pro Stuttgart 21, auf einem falschen Kenntnisstand. Nebenbei auch, was die Kosten angeht. Herr Rücke hat vorhin am Anfang das so ein bisschen dargestellt, als ob die Kosten im Wesentlichen durch die Inflation, also durch die lange Planungszeit und dadurch die Inflation nach oben getrieben wurde. Die kam natürlich immer oben noch drauf, wie so ein negatives Sahnehäubchen. Aber in Wahrheit waren es eklatante Kostenexplosionen, die von Mal zu Mal, von Neuberechnung zu Neuberechnung auf den Tisch plötzlich kamen, weil man in der Vergangenheit offenbar die Kosten bewusst niedriger angesetzt hat. Beste Beispiel ist eben jüngstens die Neubaustrecke. Ja? An der hat sich ja nichts geändert. Die Trassierung ist immer noch die gleiche von Herrn Vogel und kostet plötzlich innerhalb von acht Monaten plötzlich 900 Millionen Euro mehr. Das ist keine Inflation. Wir haben nicht in acht Monaten 900 Millionen Euro Inflation für dieses Projekt. Gut, Herr Gebhardt, gerade die Grenzziehung. Vielleicht Herr Dr. Röhle, von Ihnen da auch noch ein paar Worte. Und vielleicht gleich für Sie die nächste Fragestellung, die mich ja interessiert. Die Bürger sind natürlich heute auch überrascht worden, dass Stuttgart 21 jetzt oder Herr Mabus einen Vermittler eingeschaltet hat, Heiner Geisler, 80 Jahre alt, von der CDU kommend. Ein Vermittler, der auch sagt, es müssen alle Fakten auf den Tisch. Und er sagt auch ganz klar, solange die Gespräche laufen, die Sachverhalte ausgetauscht werden, wird es zu einem Baustopp kommen. Ich weiß es nicht, ich bin etwas irritiert. Ich habe vorhin sowas gehört, dass möglicherweise diese Aussage, die der Geisler so getroffen hat, Stefan Mabus und Bahnchef Grube, den ein solches Moratorium begrüßt, dass dies schon wieder vakant sei. Vielleicht erstmal nochmal zu diesem Demonstrationsrecht, Eigentumsrecht der Bahn und dann überschwenken zu dieser aktuellen Diskussion. Das würde sicherlich auch die Bürger hier interessieren. Ja, einige wenige Anmerkungen noch dazu. Ich persönlich kenne natürlich viele kritische Einwände technischer, wirtschaftlicher Natur gegen dieses Projekt. Das ist völlig klar. Und da ist sicher auch manches berechtigt. Ich sage nicht, dieses Projekt ist vom technischen, vom wirtschaftlichen her ein Projekt, das nur Vorteile hat. Aber in der Politik muss man eben häufig Entscheidungen treffen, die vielleicht mit 51 zu 49 oder mit 60 zu 40 zu treffen sind. Und Faktum ist, dass für mich in Kenntnis aller Fakten diese Entscheidung für dieses Projekt gefallen ist, weil es aus meiner Sicht und aus Sicht der Mehrheiten besser ist als alle Alternativen. Was das Finanzielle anlangt, ist es richtig, dass es Kostensteigerungen gegeben hat. Das ist aber auch richtig, dass als die Verträge vor etwa 2 Jahren in Berlin geschlossen wurden vom Bund, damals dem Verkehrsminister der SPD Tiefensee, dem Land Baden-Württemberg, dem damaligen Ministerpräsidenten Oettinger, dem Vorgänger von Herrn Grube, dem Bahnchef Melon, dem OB Schuster und auch der Region Stuttgart, dass man in Kenntnis der finanziellen Entwicklung gewählt gewesen ist und auch gewisse Risikopuffer geschaffen hat. Und alle Kostenschätzungen, die ich im Moment kenne, bewegen sich innerhalb dessen und insofern steht das Land nach wie vor zu den Verträgen, die Herr Oettinger damals für das Land unterschrieben hat. Zweitens zu der Frage Geisler und Baustoff. Wir haben schon am Wochenende deutlich gemacht, auch als Landes-FDP,
dass wir der Meinung sind, dass für den Baufortschritt es nicht notwendig ist, jetzt in den nächsten Monaten den Südflügel abzureißen. Das Stuttgarter Bahnhof, der Nordflügel ist abgerissen. Wäre übrigens auch nicht nötig gewesen, wenn da einmal unanständig ins Wort fallen. Ja, dürfen Sie gerne, das sehe ich anders. Das zweite war die Frage, ob es notwendig ist, Bäume zu fällen im Schlosspark. Es wurden in der vergangenen Woche, das ist bekannt, etwa 25 Bäume gefällt. Das war notwendig wegen des Grundwassermanagements. Es ist auch nicht notwendig, im Schlosspark weitere Bäume zu fällen in dieser Vegetations- oder Nicht-Vegetationsperiode. Also man kann so zwischen Oktober und März fällen, dann tritt eine Pause ein. Es wird zwischen Oktober und März nicht mehr gefällt, also die nächsten Bäume werden frühestens dann im Oktober 2011 gefällt. Diese beiden Aussagen hat dann der Ministerpräsident auch übernommen, das steht. Die dritte Frage ist die Frage nach einem generellen Baustopp. Herr Geisler wurde am heutigen Nachmittag so verstanden, was er gesagt hat, weiß ich nicht genau. Ich bin auch nur auf die Agenturmeldungen angewiesen. Er wurde so verstanden, dass über ein Moratorium eines Abrisses des Südflügels und über ein Moratorium beim Baumfällen auch noch ein genereller Baustopp von ihm vorgeschlagen wurde. Ob er es vorgeschlagen hat oder nicht, weiß ich nicht. Er wurde auch so verstanden, dass der Ministerpräsident und Herr Grube sich dem angeschlossen hätten. Dem ist nicht so. Mittlerweile haben der Ministerpräsident und Herr Grube in einer gemeinsamen Pressemitteilung, das haben sie mir beide auch persönlich heutigen Abend gesagt, deutlich gemacht, es gibt keinen Baustopp, also keinen generellen Baustopp über das Aufschieben des Abrisses des Südflügels und über das Aufschieben von weiteren Baumfellarbeiten im Schlossgarten gibt es keinen Baustopp, unabhängig von der Frage, was Herr Geisler gesagt oder vielleicht auch gemeint haben mag. Darf ich kurz zur Verständnisfrage? Ist ja nicht so ein Vergabestopp dann auch noch inklusive? Nein. Ja gut, also ich habe auch nur das Neueste aus dem Radio hören können, also ich kann da nicht mehr sagen, Herr Völker hat da die besseren Beziehungen als ich. Gut, aber wir können ja feststellen, die einmal sehr aufgeheizte Stimmung, die scheint jetzt etwas runterzugehen. Dann stelle ich die Frage mal anders. Dann sage ich jetzt, wenn jetzt so ein Widerspruch kommt, die Stimmung scheint immer noch sehr aufgeheizt zu sein. Okay, ich erinnere mich jetzt gerade in diesem Zusammenhang an den Bürgermeisterwahlkampf der Stadt Stuttgart aus dem Jahr 1996. Auch das sollte man vielleicht ansprechen. Damals war ein namhafter Verfechter gegen Stuttgart 21, der Rätsel Schlauch. Im Bürgermeisterwahlkampf 96 ging es relativ sehr knapp aus. Ich glaube, der Herr Schuster mit 44-40% der Stadt Stuttgart gewählt worden. Jetzt einfach auf meine Frage, völlig parteiunabhängig. Ich will jetzt mal den Blick auf die Landtagswahlen im März 2011 richten. Einfach mal die Frage an Sie beide, kann oder wird oder ist möglicherweise die politische Landschaft gerade durch Stuttgart 21 derzeit sehr im Fluss und ist möglicherweise auch mal der Wunschgedanke einer schwarz-grünen Koalition auf Landesebene auf dem Abstellgleis gelandet. Vielleicht, Herr Gebert, zunächst mal an Sie diese Frage stellen. Also ich weiß jetzt nicht wirklich fürs Land Baden-Württemberg, aber für Stuttgart bin ich mir sehr, sehr sicher, dass in Stuttgart im März ein Erdbeben geschehen wird an der Wahlurne, wie es noch nie stattgefunden hat. Es gab ja schon zwei größere Erdbeben bei der Kommunalwahl und bei der Bundestagswahl. Da gab es in der Presse stand dann zu lesen, erdrutschartige Verschiebungen zugunsten der Grünen und Linken. SPD, CDU und FDP haben gewaltig federn lassen müssen. Es hat aber noch nicht gereicht, um die Mehrheiten, die entscheidenden Mehrheiten zu verändern. Weil ja, vielleicht das richtigstellen. Die FDP hat überhaupt gar nicht federn lassen müssen, sondern deutlich. Bei der Bundestagswahl wie nicht, ja. Stimmt. Auch bei der Kommunalwahl. Von 4 auf 7 sind sie nur zu ihrer Information. Okay,
wollte Sie da auch jetzt nicht irgendwie persönlich angehen. Nein, nein, ich nehme das auch nicht übel, ich bin auch richtig. Gut, nee, richtig. Okay, gut, aber Zwischenruf bestätigt es ja. Ich sage also vor allem für Stuttgart voraus, dass das ist jetzt eine kühle Behauptung von mir, ich kann es nicht wirklich belegen, aber wenn jetzt am kommenden Sonntag Wahlen wäre, ich würde glauben, die CDU würde unter 15% landen. Ja, nach diesen Ereignissen jetzt letzte Woche im Schlossgarten, mit dieser bürgerkriegsähnlich aufgerüsteten Armee gegen Schüler und diese entsetzlichen Bilder, die Sie ja bestimmt alle gesehen haben, wo friedlichen Demonstranten, das betone ich ausdrücklich, ja. Schwerstverletzte, die für ihr Leben lang geblendet sind, genau. Erblinden, ein Leben lang blind bleiben werden. Da herrscht in Stuttgart eine derartige Wut im Talkessel, da bin ich mir sicher, die wird bis zum März nächstes Jahr nicht verraucht sein, wird vielleicht ein bisschen abgekühlt, aber auf keinen Fall vergessen sein. Das Land. Dann kann ich es schwerer beurteilen, aber auch da, vorhin unterwegs im Auto, habe ich sehr hoffnungsfrohe Umfragewerte gehört. Und es sieht also sehr stark danach aus, als ob die schwarz-gelbe Koalition, wenn wir in Farben reden wollen, vermutlich bis März noch, falls sie überhaupt noch bis März durchhält. Es gibt übrigens in Stuttgart inzwischen eine Initiative, die Landesregierung vor der Wahl sogar schon abzuwenden. Hallo Frau Mülke, momentan, wie gesagt, die Frage stelle ich an beide, die interessiert natürlich auch die Bürger. Gleiche Frage an Sie. Gut, ich verfüge nicht über die hellseherischen Fähigkeiten, das Wahlergebnis der CDU in Stuttgart prognostizieren zu können. Auch nicht im Land, das warten wir mal ab. Wir werden sehen, inwieweit sich Stuttgart 21 oder vielleicht auch andere Themen da auswirken. Ich sage nur ganz eindeutig, wir werden von diesem Projekt nicht abrücken. Wir werden akzeptieren, wenn wir die Wahl verlieren und in die Opposition geschickt werden. Das kann durchaus sein. Aber wir gehören nicht zu den politischen Kräften, die sich an Stimmungen orientieren und die plötzlich erklären, das, was wir bisher für richtig gehalten haben, ist jetzt falsch, weil vielleicht die Stimmung in eine andere Richtung geht. Jeder mag im März an der Wahlurne so abstimmen, wie er es richtig hält. Und dann zählen wir zusammen, nicht über Umfragen, sondern über Wahlergebnisse. Und dann wird man sehen, wer mit wem regiert. Ob Schwarz-Grün in Frage kommt, müssen Sie Schwarze und Grüne fragen. Mein Eindruck ist der, dass nicht nur bei diesem Projekt, sondern auch in der Energiepolitik oder in der Schulpolitik es tiefe Gräben zwischen Schwarz und Grün gibt. Und deshalb werden vermutlich die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg zu entscheiden haben, ob sie dieser Regierung einen neuen Auftrag erteilen oder ob sie eine rot-grüne oder vielleicht auch grün-rote Regierung wollen, mit oder ohne Beteiligung der Linkspartei. Das werden die Wähler sich sehr genau überlegen und wir werden als gute Demokraten jedes Ergebnis akzeptieren. Das ist völlig klar. Danke Ihnen, Herr Dr. Wild. Ich will jetzt vielleicht gerade in dem Zusammenhang ja gerade die Sicht als kleiner Dorfschulmist mal so übergeben. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man beharrlich seine Interessen verfolgt, völlig unabhängig von Stuttgart 21, wenn man Ziele auch durchsetzen will, ich komme dann gleich zu der Fragestellung an Sie, wenn man beharrlich seinen Weg verfolgt, kann man natürlich nie 100% der Bürger gewinnen. Man bleibt aber auch ehrlich in der politischen Auseinandersetzung. Und jetzt komme ich zu der Frage, die ich soll einmünden, Herr Gebhardt. Wie finden Sie dann gerade, dass die SPD-Landtagsfraktion einen Volksentscheid fordert, obwohl sie ja fest zu Stuttgart 21 mit den Beschlüssen gestanden hat? Vielleicht auch dann an Sie beide.